Jawohl, da ist er wieder, der Grufti aus der Balz und der Frunk. Ich weiß gar nicht mehr, wo er kommt. Aber wir sind hier Familie und es ist der fünfte Versuch mit dem Frunk. Und es wird bedeuten, wenn ich das jetzt schaffe, dann hätte ich tatsächlich alle durch. Dann wäre ich da fertig. Jetzt mit der Tour, Frunk könnte weiterreisen, wenn er möchte. Ja, es war wirklich, ja, ich huschte jetzt ein bisschen zwischendrin. Der Schweiß stand mir auf der Stirn. Ja, die Socken haben gequalmt. Ich habe auch nicht eine wirklich überzeugende Taktik gehabt. Ich war zum fünften Mal hin und ich habe so versucht, ein bisschen was zu mischen. Ist halt so, dass ich den nicht gern immer so treffe, wie ich es gern würde, bleibt der auch nicht einfach so fitze. Und dann hat der Anfang hat so miserabel auch wieder angefangen. Ich wurde andauernd getroffen. Keine Attacke konnte ich richtig ausweichen. Das war, mein Gott, das war schon scheiße. Irgendwie. Und da habe ich auch gedacht, komm, brech's ab, mach nur Humor. Weil die reichen die Tränke nicht, dein Freund. Ich habe eh schon einer zugunsten eines Estus, einer von meinen magischen Tränken, aufgegeben beim Schmied, also umgewandelt. Ich denke, komm, jetzt. Das hat ja keinen Sinn. Wenn du stirbst, stirbst. Wenn nicht, dann ne Funk. Ich habe versucht, wenn er diesen Laserstrahl macht, also ich habe auch versucht zu treffen und schlag ihm mal wieder neben dran. Ich habe auch die Blitzaxt genommen. Mein Blitz ist ein bisschen auffällig. Das so, diese Scheiße, wenn er diese Scheiße macht, dann könnte man versuchen, also ich habe es vorher rangegangen versucht und es hat auch manchmal geklappt, hineinzukommen. Dann wird man nicht so getroffen. So ein Eindruck habe ich zumindest so, wenn es nicht gerade Zufall war. Und dann diese Quecksilber-Vergiftung anzusetzen beim. Ja. Man muss aber hineinkommen, Freunde. Das ist nicht so ohne. Also ich zumindest nicht für mich. In einem vorangegangenen Video habe ich eine Attacke gesehen von ihm. Die kannte ich gar nicht. Also auch was mit dem Laser, aber ganz. War ich also One Hit. Warum, weiß ich nicht. Genau das mit die Schwanzattacke, das hoffe ich nicht. Ja gut, ich habe jetzt auch gerade die Scheiße. Naja, Frank, kann ich nichts dazu. Aber diese Quecksilber-Sache, die zieht da ganz schön was ab, ne? Müssen wir da schon sagen. Es geht zwar langsam los. Hier war es, habe ich ja gedacht, na, gut, jetzt ist wieder aus. Jetzt ist wieder vorbei. Wenn der noch einmal stehen bleiben wird, wäre das ganze Jahr, das habe ich schon immer gesehen. Schwer. Und dann diese. Das ginge noch, aber wenn er diese Tatzen mit seiner Kralle ausschlägt, da gibt es so eine Verzögerung drin. Und die Verzögerung, die habe ich nicht immer drauf. Jetzt habe ich ihn mal getroffen, er Gott sei Dank nicht. Und jetzt kommt gleich die Attacke mit dem Feuer. Sofort hin und hoch. Ja, und auf der Schwanzhacke bringt gar nichts, also nicht viel mit dem. Zumindest, man kann, es ist ein Punkt. Und das kündigt sich auch. Sollte man. Das fand ich gut. Wenn er das macht, macht er diese Stürzattacke. Attacke. Oder das so. Da habe ich mich nicht getraut. Warum, weiß ich nicht. Genau das ist es. Hier verzögert er ein bisschen, macht so einen Kreis. Und genau. Zweimal hintereinander. Einmal konnte ich ausweichen. Dann streckt er da die Kopie. Und da habe ich halt gedacht, ich hau mal drauf. Aber ich konnte also nicht, wie sagt man da? Stunne? Stunne ist das Stunne? Ich weiß es jetzt nicht mehr. Vergessen. Aber das ist mir nicht gelungen. Ja. Und ansonsten war es einfach nur von mir versucht zu überleben. Ne? Die Erfahrung. Ja, dann mehr gibt es nicht. Vielleicht. Ich habe, glaube ich, 10, 12 Minuten gebraucht oder so. Und wieder getroffen. Mein Gott. Und das war schon für mich, ich habe damit eine halbe Stunde gerechnet. Und dann schon wieder hoch.
Auf jeden Fall, ich wünsche euch viel Spaß damit und wenn es euch gefällt, würde ich mich auch über einen Daumen freuen. So ist es nicht. Also macht's gut, jetzt kommt noch ein bisschen klassische Musik. Bis dann und wieder getroffen. Euer Grufti aus der Pal. Thank you.